Der Winter ist da, es ist eiskalt bei uns, es sind minus 13 Grad. Wir haben geheizt mit der mittlerweile vorhandenen elektrischen Heizung rechtzeitig erfunden. Wir sind dabei, uns hier Holz abzubauen. Das werden wir jetzt auch mal alles auf Dringtragen setzen, dass die Leute das wirklich jetzt erstmal wegräumen. Wir müssen hier weiterbauen, aber den guten Hamfast geht verwirrt umher. Na toll, gut, dann muss er sich wieder ein bisschen regenerieren. Also wir müssen bei Hamfast wirklich ein bisschen was machen. Rico isst hier Truthahnfleisch. Das kann er gerne machen, mein lieber Rico. Jetzt haben wir hier auch das ganze Essen drin. Ihr seht, 57 Kartoffeln. Das sollte also überhaupt passen. Wir gucken mal hier, 17 Grad. Auch da seht ihr, wir brauchen hier dringend Heizung. Ja. Ist so. So, wie ist eigentlich der Eindruck von dem Raum jetzt? Ach, tatsächlich halbwegs imposant. Na, das ist doch nett, weil er sauber ist, ne? Na, das passt doch. Hastur. Risiko eines schweren Zusammenbruchs bei Hastur. Ernährung. Na, dann ist doch was. Jetzt haben wir wieder Nahrung da. Wieso hat er nur 10? Moment, habe ich hier... Ah, ich habe den falschen genommen. Ja, verdammt. Wir wollten natürlich... Ja, wir wollten natürlich einfache Mahlzeiten 4-mal kochen. Genau. Einmal nach oben. Einfache Mahlzeiten 4-mal, bis wir 16 im Lager haben. So. Das passt besser. Dann ist er nämlich nicht so ganz... Dann ist der gute Danny nicht ganz so lange hier unterwegs. Das ist schon mal etwas besser. Küche ist... Was ist das schon wieder? Doch nein. Wo denn? Ernsthaft, hier brennt's? Wo? Ich sehe noch nichts. Wo denn? Ja, dann... Ich sehe kein Feuer. Leute, seht ihr Feuer? Jetzt mal im Ernst. Ich sehe nirgends Feuer. Weil es ist ja nett, dass wir hier... Also, dass es hier Feuer geben soll. Aber ich sehe kein Feuer. Gut, dann machen wir erstmal die hier dringend tragen... Machen das mal dringend, wegtragen. Also wirklich mal diese ganzen Sachen mal ins Lager kriegen hier. So, du kümmerst dich anscheinend gerade um das. Na. Wunderbar. Oh, na super. Ernsthaft. In 13 Stunden übergeschnappter Mensch. Och, no, Leute. Jetzt gerade, wo Danny wieder gut drauf ist. Oh, Leute, das gibt's doch nicht. Wen haben wir denn hier in der Nähe? Wer kann ihn von hinten unterstützen? Lonka. Hier. Kampfmodus. Attackiere Nashorn im Nahkampf. Ja, das wird nicht so gut ausgehen. Ist noch jemand in der Nähe? Das Meerschweinchen. Kampfmodus. Angriff. Nein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Die anderen sind alle zu weit weg, ne? Was sind mit dir? Eigentlich brauchen wir so und so nicht. Hier. Einmal dahin. Aber ganz flott, mein Freund. Was ist jetzt? Beeil dich ein bisschen. Genau. Hau ab. Ja, richtig. Genau. Und einmal. Oh, Leute. Schneller. So. Schießen. Darauf. Du, Waffe, darauf. Ah, das kann ja wahr sein. Der verblutet doch sonst so gleich. Der trifft auch alles, ne? Aber nicht das, was er treffen soll. So, du kommst mal ein bisschen näher. Wie geht's dir? Jetzt ist es tot. Oh, Gott sei Dank, ey. So. Also, jetzt ist Lonka auch noch dran und du gibst dem Tier bitte jetzt mal den Rest. Das ist ja wohl unglaublich. Also, Kampfmodus aus. Kampfmodus aus. Kampfmodus aus. Ah, Mann. So, ich hoffe, ihr legt euch jetzt mal ins Bett. Danny und Lonka schon wieder. Also, die beiden tun mir echt ein bisschen leid, ne? So, legt euch hin, ihr Besten, ihr Lieben. Gut, Danny isst erstmal was.
Wütende Bestien, eine Quest. Ein Händler kontaktiert dich und bittet um Hilfe. 4 Pumas haben menschliches Fleisch gewittert und machen Jagd auf ihn. Du sollst ihm dabei helfen, die Menschen jagenden Bestien wegzulocken. Die Pumas werden in 13 Stunden, nachdem du die Quest angenommen hast, in Rogue eintreffen. Tja, das gibt uns Gold, eine Feldhand, eine kleine Skulptur. Ja, wir könnten das für irgendwelche Rüstung oder so annehmen, aber das finde ich jetzt nicht so prall. Oder halt für Gold. Für irgendeine Feldhand. Nee. Also wir haben hier gerade genug andere Probleme. Tut mir leid. Aber wir müssen jetzt zusehen, dass Lonka nicht verblutet. So, wir gucken mal. Okay. Ja, das sieht schon besser aus. Stabile Gesundheit. So, wo ist Dani? Würdest du dich bitte mal hinlegen? Was machst du denn jetzt gerade, mein... Sag mal... Wir müssen bei Dani unbedingt mal umplanen, dass wir Tierpflege auf 4 setzen. Reinigen bleibt so, Transport bleibt auch. Das machen wir mal auf 3, die beiden auf 2. Und dann müsste er jetzt oder die gute Dani sich eigentlich zu Bett begeben. Weil Bettruhe ist jetzt hier wirklich mal wichtiger. Na bitte, da haben wir es doch. So, da müsste nur irgendwer der guten Dani mal helfen. Mann, 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 ey. Das wird aber auch hier. So, hier vorne wird jetzt gebaut. Das ist auch gut. So, wer sind jetzt eigentlich unsere Ärzte? Ja, wahrscheinlich die beiden, die da rumliegen, ne? Da müsste ich es mir nochmal mit einfügen. Das ist natürlich Lonka, Hamfast und Hastur. Mein bester Hastur schläft schon. Ah, okay. Dani wurde schon behandelt. Okay, gut. Das ist ja schon mal gut. Puh, so, warme Kleidung, kaputte Kleidung. Also, das haben wir Gott sei Dank auch überstanden. Das Gute ist, wenn Dani wieder gut drauf ist, dann haben wir hier unheimlich viel Fleisch. 250 Fleischmenge, die wir entnehmen können. Und dann haben wir auch wieder ein paar gute, einfache Mahlzeiten. Also, das ist schon mal gut. Wir haben 217 Holz. Reisende durchqueren das Gebiet. Ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber das ist eine gute Sache. Sehr schön. Gut. Dann gucken wir mal, wie es morgen weitergeht. Hast du es hier am Arbeiten? Oh, 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 Moment. Moment. Entschuldigt bitte, da müssen wir kurz die Pause aktivieren. Hier müssen wir eine Wand ziehen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, hier muss eine Wand hin. So, mein Bester. Hamfast, du musst gleich ein bisschen was bauen. Ja, erstmal Pipi machen. Ja, alles klar. So, guck doch mal, das könntest du nicht bauen. Dann bau doch mal den Nähtisch. Und da müssen wir tatsächlich gucken, dass wir schon mal jemanden einstellen fürs Thema Handwerk, wenn er fertig ist. Damit wir da auch tatsächlich die Sachen kriegen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hamfast hatte doch ebenfalls Bergbau. Ja. Wir geben ihm mal... höhere Priorität für den Bergbau. Wir müssen hier hinten unbedingt den Stahl abbauen. Das ist ja wieder heile soweit. Da haben wir auch nur noch eine. Das ist okay. Aber wir müssen jetzt den guten Hastur da beim Bergbau arbeiten lassen. Wer ist, hat einen kritischen Zusammenbruch? Lonka. Ja, ach komm. Das Lonka und Dani überhüllten sich über Hufeisen. Ja, komm, das wird schon. Oh, da hinten haben wir Maschinenreste. Ah, sehr schön. Das ist gut. Habe ich das Ding noch an? Das machen wir mal aus. Ja, das sind die beiden. Ansonsten geht's Hastur gerade erstaunlich gut. Warum auch immer. Keine Eroberungen. Sehr niedrige Erwartung. Es hat sich gut angefühlt, meine Gefühle rauszulassen. Ah, okay, alles klar. Gut. Das heißt, das ist ein Hoch. Eine Sonnenfinsternis. Ja, ist nicht so schlimm. Sonnenfinsternis ist okay. Du hast ein Holzfällerlager in der Nähe entdeckt. Es wird von der Fraktion Rosalie kontrolliert. Da könnte man tatsächlich mal hingehen. Also das heißt nicht Rosalie, sondern Rusruja oder so. Okay, wie sieht es hier temperaturmäßig aus? Ja, okay, das passt alles. Sehr schön. Ja, dann können wir hier tatsächlich bald anfangen. Wir werden aber noch mal eine Sache machen. Wir werden tatsächlich den Vein hier mit abbauen. Na, der ist nicht so groß. Okay, das bauen wir mal mit ab. Das ist noch wichtig.
dann können wir hier gleich diese Sachen... Nee, ich möchte eigentlich nur die hier einmal drin tragen. Die müssen erstmal weg. Objekte wegtragen. Einmal da bitte. Die müssen hier raus. Und die müssen auch bitte einmal dringend weggetragen werden. Und dann können wir danach tatsächlich gucken, dass wir unsere Räume hier hereinplanen. Da freue ich mich schon drauf. Das wären die ersten Räume. Jawohl! Und die Forschung ist abgeschlossen. Da gehen wir gleich zu den Heizungsanlagen weiter. Wir haben jetzt erforscht den Warmwasserspeicher und die Holztherme. Holztherme will ich eigentlich nicht machen. Ich will gerne die Elektrotherme haben. Wir haben ja hier einen Generator und das Ding braucht nur 250 Watt. Und mit dieser Therme können wir einfach alles versorgen. Auch mit Heizenergie. Das ist halt enorm praktisch. Das ist einfach klasse. Und dann können wir hier vorne auch einen Raum drum bauen, dass wir so einen kleinen Technikraum machen, den wir von hier aus begehbar machen. Und die Pumpe hier, ja, da müssen wir gucken, wie wir das machen. Da würden wir hier natürlich, wir müssen wahrscheinlich den dann einmal umbauen und da vorne hinsetzen. Das wird wahrscheinlich nichts ohne die elektrische Pumpe. Nee, dann lassen wir das. Dann lassen wir das und lassen das erstmal in Freiheit sitzen. Müssen wir mal gucken, vielleicht setzen wir das auch hier hinten rein. Das weiß ich noch nicht genau. Das entscheiden wir dann. Das entscheiden wir dann spontan. So, wie geht's Dani und Lonka? Ja, auf dem Weg der Besserung, würde ich sagen, ne? Prellung bis ist alles verbunden. Ja, okay. Auf dem Weg der Besserung. So, Stahlreste haben wir noch nicht wieder. Wir haben aber 300 Holz, 39 Stahl. Da müssen wir uns beim nächsten Mal drum kümmern. Wie sieht es beim Essen aus? 500 auf 700 sieht auch ganz gut aus. Wir haben 9 Fleisch. Das Nashorn wurde... Was haben sie mit den Nashorn gemacht? Och nein, das haben sie da unten hingebracht. Okay. Tiefgekühlt verdirbt nicht, das ist gut. Wir müssen aber halt dringend... Okay, Lonka ist wieder gesund. Meine Beste, du kriegst natürlich auch ein einzelnes Zimmer. Und wenn Dani wieder gesund ist, dann müssen wir wirklich zusehen, dass wir hier was abarbeiten. Dass wir die Sachen hier machen. So, aber wieso ist denn Kemal nicht gut drauf? Okay. Ach, verdammt. Ja, noch wegen seiner Geliebten. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Okay, gut. Also, einmal zum Nähtisch. Jetzt gucken wir mal, ob wir ein paar Sachen herstellen können. Als erstes ist mir wichtig, dass wir 80 Materialien. So, wir brauchen ein Hut für Hamfast. Der braucht nämlich für seine Ideologie als Varist, braucht er als spiritueller Stammesführer eine Pflichtbekleidung, ein Kopftuch. Das möchte ich ihm gerne bauen. Und dann idealerweise noch so ein paar Parkas oder sowas, dass wir ein bisschen auf Temperatur gehen, ein Kopftuch herstellen. So, einmal. So, dann gucken wir, was wir noch haben. Wir haben ein bisschen Leder auf Lager. Also das könnte man machen. Jetzt ist die Frage, was wir da herstellen. Wir könnten uns einfache Hemden herstellen. Ja, wir können tatsächlich gucken, dass wir die hier... Ich muss mal gucken, ob man die auseinandernehmen kann. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir die auseinandernehmen können. Da bin ich tatsächlich jetzt überfragt. Sowas habe ich noch nie gemacht. Aber auf jeden Fall würde ich gerne ein T-Shirt und ein Hemd herstellen. Okay. Gut, jetzt ist die Frage, wer macht das? Wer ist beim Handwerk so gut, dass wir das machen? Chemikalien, Drogen, Steinbrücke, Dinge herstellen. Handwerk. Lonka. 3, 3, 2. Dani, ne? Dann geben wir immer kurzfristig die Priorität 1 beim Nähen. Ja, wenn sie wieder gesund ist, darf sie sich daran versuchen. Alles klar. Okay, was wir übrigens noch machen müssen, das haben wir bisher vergessen, ist eine Party. Das ist echt nochmal wichtig. Normalerweise sollte das ja passieren bis zum 8. September, dem 15. Und wir brauchen dafür ein paar Sachen. Also einmal bauen wir den hier ab. Und wir werden uns den Ritualsplatz
den bauen wir uns neu auf. Und zwar einmal hier hinten. Das wird hier einfach hier mit. Das machen wir hier mit drin. Und dazu brauchen wir noch eine Trommel. Die soll er natürlich auch bekommen. Und wir können mal gucken, wie viel wir da brauchen. 50 Holz, 30 Leder. Haben wir irgendwas mit Gelatten 30? Ja, schade. Tja, dann bleibt nur das wirklich dünne Leder, was wir schon haben. Können wir das irgendwie noch anders bauen? Nee. Also wir brauchen für diese Party... das sehen wir hier. Starte eine richtige Party. Da brauchen wir eine Trommel in der Nähe. Tja. Wir müssen das, ja, wir müssen das ausgeben, ne? Wir müssen das ausgeben und das machen wir aus dem glatten Leder. Und ich würde sagen, das bauen wir einmal. Können wir das so hinsetzen? Wir machen das mal so. Und da werden wir Hamfast oder... Moment, Beorex ist noch wach, ne? Der wollte Pipi machen gehen. Okay, dann werden wir ihn nicht stören. Aber das muss der gute Hamfast am morgigen Tag als erstes bauen. Und danach werden wir unsere richtige Party starten. Da freue ich mich schon drauf. So, Glaubenskrise bei Kemal. Oh nein. Der Geist von Kemal wurde gebrochen. Das Ergebnis ist davon ist, dass er jetzt einmal alles in Frage stellt. Kemals Glaube, der bereinigte Varismus ist auf 50% reduziert worden. Das ist der auslösende Faktor wegen seiner Geliebten. Nein, mein lieber Kemal, du musst an den Varismus glauben. Ja, das ist eine wichtige Sache. Wir sind Supremisten und Bekehrer. Wir wollen doch bekehren, ja. Und vor allen Dingen wollen wir Leute versklaven. Das ist ja auch nochmal wichtig. So, Hamfast benötigt eine Behandlung. Moment, Hamfast, das Einzige, was der benötigt, ist vor allen Dingen... Was machst du denn da jetzt? Was bringst du gerade weg? Trägt Schieferbrocken. Ja, gut. Okay, kannst du machen. Und dann baust du bitte die Trommel auf. Wunderbar. Und bitte einmal die Trommel bauen. So. Die Sonnenfinsternis ist vorbei. Wunderbar, das gibt wieder Licht. Die Sonnenfinsternis ist übrigens dann kritisch, wenn wir mit unserer Forschung so weit vorangeschritten sind, dass wir die Solartherme haben, dann wird es tatsächlich ein bisschen kritischer bei uns mit der Sonnenfinsternis. Ansonsten ist es aber nicht so schlimm. Jetzt haben wir 9 Grad und der See ist immer noch zugefroren. Da geht es aber schon wieder. Okay, wir hoffen einfach mal drauf, dass die Mod das irgendwann macht. So, Dani ist vollständig geheilt. Oh, sehr gut. Dann bitte meine Beste... Priorisiere mal das Schlachten am Schlachtplatz. Das ist mir echt wichtig, dass wir... Hallo? Was war das denn jetzt? Dass wir das hier nicht verlieren. Das Fleisch. Das ist echt eine ganz wichtige Sache. So, da hinten wird weitergearbeitet. Bei Hamfast werden wir jetzt übrigens auch wieder umplanen. Er kann wieder... Bauen 1, Bergbau 2 kriegen. Stahl kriegt er ja gerade. Und da haben wir übrigens die Trommel fertig. Sehr schön. Das ist super. Fleisch ist auch leer. Ja, da wird sich hoffentlich Dani auch drum kümmern. Was macht sie? Spielt ein bisschen mit ihren Kumpels. Ja, das ist doch super. Das ist doch eine Sache. Dann würde ich sagen, wir haben es 20 Uhr. Es wird hoffentlich auch bald mal sauber gemacht. So, man brutzelt jetzt. Wo ist mein Bester? Da hinten? Nee, bevor du da jetzt noch weitermachst, komm mal dahin bitte. Und starte eine richtige Party. Eine richtige Party wird erwartet. Und der gute Hamfast startet jetzt eine richtige Party. Auf geht's. So, Teilnehmer sind alle, natürlich. Lonka, Delgado und Hastur werden auch mit dazu geholt. Und dann werden wir hoffentlich auch den guten Kemal. Können wir den auch mit dazu einladen? Ich will eigentlich Kemal auch mit reinhaben. Wo ist er denn? Wo treibt der sich denn rum? Ach, der ist übergeschnappt und versteckt sich. Nee, das geht nicht. Gerade Kemal, der sich in einer Glaubenskrise befindet, den müssen wir damit reinnehmen. Nee. Also da müssen wir so lange warten, bis es Kemal besser geht. Das können wir nicht machen. Überfall, die Haubitzenwichte sind schon wieder eingetroffen. Oh, Leute. Ach, das gibt's doch nicht. So, Moment. Also erstmal alles aufs Heimatgebiet. Und bitte die Tiere auch auf die Heimat. Haben wir. So, was haben die hier? 3 Leutchens.
Wie sieht es mit der Verteidigung aus? Alles aktiv, wunderbar. Und ich würde tatsächlich sagen, wir brechen den Aufbau hier ab. Das machen wir nicht. Okay. Tja, ich denke, das sollte kein Problem sein mit denen. Ich hoffe es einfach mal. Ja, wir haben da eigentlich, wir sind eigentlich ganz guter Dinge. Der Winter hat angefangen. Jetzt erst. Ernsthaft? Wir haben ja schon die Hälfte unseres Reises vom Reis verbraucht. Da sind aber noch ein paar. Ja, also noch sieht es ganz gut aus. Deswegen will ich ja so gerne jetzt die Heizung haben, weil die Heizung den großen Vorteil hat, wir brauchen 250 Watt. Und dann können wir alles beheizen und ein bisschen Licht oder so, das nochmal 100 Watt. Und dann haben wir einen kompletten Generator übrig, dass wir hier wirklich, ich zeige es euch mal, mit der Sonnenlampe. Aber wer RimWorld kennt, der wird das Ding ja kennen. Muss ich das Ding nur wiederfinden. Mit der Sonnenlampe können wir dann hier tatsächlich sogar dieses Reisfeld mehr oder weniger... Ah, das wollen wir jetzt nicht. Nein. Mit der Sonnenlampe dieses Reisfeld hier beheizen. Und dann kommt dann noch eine Heizung aus dem Wassertank mit rein. Und dann haben wir den großen Vorteil, dass wir wirklich hier einen beheizten Raum haben, wo wir konstant Reis produzieren können. Und der Rest ist dann halt eine nette Dreingabe für Zeiten, die halt nicht so gut sind. Aber dann haben wir wirklich nie wieder Probleme mit Essen. Das ist das Gute. Und Holz haben wir hier ja erstmal genug. Hier sind schon wieder Bäume nachgewachsen. Hier gibt es noch genug. Wir haben noch 250 auf Lager. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Und wir können, das ist ja das Gute, auch die Solartherme benutzen dann. Damit können wir dann im Falle des Falles auch den Warmwassertank. Das ist ja nicht so kompliziert wie in unserer Welt. Da gibt es halt einen Warmwasserspeicher, ne? Das Ding. Und den musst du halt irgendwie aufheizen. Und von dem Warmwasserspeicher kannst du dann alles benutzen, was du auch immer halt brauchst. Und den kann man einmal mit einer elektrischen Therme beheizen und natürlich mit einer Solartherme. Und das werden wir auch aufbauen. Und dann haben wir, solange die Sonne scheint, noch nicht mal mehr die Notwendigkeit, dass wir zum Heizen wirklich Strom brauchen. Das heißt, selbst wenn der Strom ausfällt, hätten wir sogar noch Wärme, solange die Sonne noch scheint. Ganz, ganz, ganz tolle Sache. Also, das finde ich super. So, die kommen jetzt. Die gehen oben rum. Ah, komm, wir lassen sie mal durchlaufen. Oh, der ist echt durchgekommen. Ach, du grüne Neune. Okay, und wir schlafen alle. Na, jetzt bin ich ja... jetzt bin ich aber baff. Wie sieht es denn bei dem Typen aus? Der geht unten rum. Wie konnte der denn hier durchkommen? Ah, weil die beiden hier nicht... Weil die beiden nicht aufgebaut sind. Der hat sich hier vorne durchgeschlängelt, der Schlawiner, ne? Ah, ja doch, der ist dann doch schon... Also, einen hat er erwischt und dann ist er die anderen lang gegangen. Was hat der denn dabei? Muntermacher. Ja, das ist natürlich doof. Wie geht's denn Danny? Danny ist auch wieder, denen geht's allen gut. Kemal geht's jetzt auch gut. Ne, Kemal lassen wir mal außen vor. Der soll mal ein bisschen schlafen. Der hat hier seine Freundin verloren. Das machen wir jetzt hier mal nicht. Ne, ne. Tja, so. Ihr bitte alle in den Kampfmodus. Müssen erstmal gucken, was der überhaupt macht, ne? Stellen Danny mal bitte dahin. Biorex da. Hamfast auch noch da. Lonka dahin. Delgado stellen wir einfach mal aufs offene Feld. Und Hastur stellen wir da vorne hin. Dann gucken wir mal, was er so macht. So. Der andere Typ wird hoffentlich, tja, was auch immer er macht, die fliehen, ernsthaft, ach, weil wir ihn getroffen haben. Delgado, bestens, super, perfekt, einmal wieder ins Bettchen gehen, ihr macht das richtig klasse. Du haust ab, was hast du dabei? Du veräppelst mich jetzt, oder? Was? Eins, zwei, boah! Und dann ist unsere Verteidigung hier nicht mal... Alter Falter. Boah, das wird jetzt eine harte Nummer. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn das hier? Und die haben richtige Knarren dabei. Boah. Was hat der denn? Granatwerfer? Alter Falter. Okay, gut. Leute, da brauchen wir alles.
Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht vorbei ist. Kampfmodus. Okay. Boah. Delgado, dahin. So, jetzt muss man gucken, wer der Beste ist. Fernkampf 5, Kemal 7, dahin. Danny, dahin. Tja, die kommen hier durch, kommen hier lang, sehen uns und gehen dann dahin. Deswegen stellen wir Lonka nach da, Hastur nach da, Hamfast nach da und Beorex stellen wir nach da. Boah, krass, 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 krass. Ich hoffe, dass wir durch unsere Verteidigungsanlagen mindestens einen kriegen werden. Der ist wahrscheinlich nicht mit dabei. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch langsam machen. Sind wir in Stellung? Wir sind nicht mal in Stellung, Leute! Bisschen Beeilung jetzt! Meine Güte doch. Oh. Das ist aber eine harte Nummer hier. Oh. Wir müssen zum Angriff übergehen. Angriff. Angriff, Angriff, Angriff. Attackiere im Nahkampf. Los, 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 Leute. Wir hätten sie kommen lassen sollen. Boah, das ist eine harte Nummer. Einmal da bitte, attackiere im Nahkampf. So, hast du. Du gehst weiter, du attackierst ihn im Nahkampf bitte. Hamfast. Einmal da bitte. So. Das ist die, also die sind auch noch so gut behandelt, beschützt hier. Das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Tja. Tod Lonka. So, Hamfast. Ist der letzte, der noch steht. Jetzt müssen wir die fliehen. Oh, 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 oh. Leute, Leute, Leute. Ernsthaft? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kannst du denn irgendwas in Richtung Medizin? Oh ja, das ist gut. Also erstmal Selbstbehandlung bitte. Boah. Überfall der Hobbitzenwichte. Ja. Alter Falter. Ich weiß ja nicht, wo die jetzt auf einmal noch hergekommen sind. Das ist ja der Hammer. Da unten blutet noch einer, das ist mir egal. Meine Güte, das ist ja, okay, das knemmen wir uns jetzt mal. So, was machst du, mein lieber Hamfast? Genau, du musst dich jetzt erstmal selbst verarzten. Ansonsten war es das hier nämlich. Ja, ich weiß, medizinischer Notfall. Aber mein Bester muss sich erstmal selbst verarzten, ansonsten wird das hier nichts. Ja, nein, also, ein Gast ist gestorben. Ja, gut, mein Gott. Was soll ich da jetzt machen? So, was machst du jetzt? Konsumiert was? Ja, der hat ja natürlich auch nichts zu essen, ne? Wie geht's denn überhaupt mit unserem Husky? So, fühlt sich depressiv, muss einfach nur behandelt werden. Er ist tot. Gibt's überhaupt noch irgendjemanden, der noch lebt? Verblutet in 6 Stunden? Beorex... 11 Zustände müssen behandelt werden, wird's aber überleben. Danny liegt da hinten. Okay, da ist Anastasia schon bereit. Dann werden wir bitte medizinisch. Und wir haben leider die gute Lonka verloren. Das ist so traurig. Boah, Leute, Leute, Leute. Das war echt eine sowas von knappe Ausnummer. Das war echt sowas von hart. Ich habe mich von ihm blenden lassen und dachte mir, ja komm, der eine, das wird ja schon nicht so schwer sein. Und plötzlich kommen 5 schwer Bewaffnete im Sekundenabstand. Das ist ja der Hammer. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ob wir das überleben, das seht ihr in der nächsten Folge. Die nächste Folge kommt laut des neuen Programmkalenders. Übrigens, ich hatte gestern fälschlicherweise gesagt, bis morgen. Da muss ich mich nochmal für entschuldigen, das passt natürlich nicht. Laut des neuen Programmkalenders.
Guckt ihr das gerade am Sonntag oder am Montag? Montag geht es schon direkt weiter mit der nächsten Folge, Ostermontag. Und ich bin sehr gespannt. Schreibt gerne eure Kommentare in die Kommentare. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.